Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe League of Legends News. Diese Woche geht es vor allem um auf der einen Seite Veränderungen im Spiel generell, auf der anderen Seite um die Playoffs, um die Relegation der LCS. Fangen wir aber bei Thema Numero Uno an. Wie gerade schon angesprochen, Veränderungen gibt es in Zukunft und gab es jetzt auch in den letzten Tagen einige, denn zum einen ist der neue Patch draußen, da hat Maxim ein sehr lustiges Rundown zu gemacht, ist auf jeden Fall in der Beschreibung, falls ihr euch das mal anschauen wollt, aber damit nicht genug. In dem Patch ebenfalls beinhaltet war ein weiterer Fix, und zwar der Dynamic Queue, die ja in den letzten Tagen, Wochen, Monaten sehr, sehr starke Kritik vor allem aus der HELO-Community bekommen hat. Diese Veränderung besagt, dass man ab Diamond nur noch mit Spielern aus zwei Divisionen über oder unter einem spielen kann. Zuvor konnte man ja mit einer Liga mehr oder weniger spielen, das heißt, wenn du Diamond warst, konntest du mit Master- und Platin-Leuten spielen, als Platin-Spieler konntest du mit Diamond- und Gold-Spielern spielen und so weiter und so fort. Das ist jetzt ab Diamond nicht mehr der Fall, sondern eben, wie schon erwähnt, nur noch zwei Divisionen. Das heißt, du bist Diamond 5, kannst du noch mit einer Spanne von Spielern zwischen Diamond 3 und Platin 2 spielen. Bist du Master, kannst du nur noch zwischen Diamond 2 und Challenger Leute Duo-Queue-mäßig einladen, und das Ganze ist halt so überall in Diamond anwendbar. Challenger und Master sind davon ebenfalls betroffen. Was sie sich damit erhoffen zu fixen, ist so ein bisschen die Ausnutzmöglichkeit des momentanen Systems. Man kann zum Beispiel als Diamond 1 Spieler oder konnte in der Vergangenheit als Diamond 1 Spieler mit einem Platin 5 oder sogar 4 Platin 5 Spielern Duo-Queuen, und wenn man dann eben einen gewissen Champion wie zum Beispiel irgendeinen Assassin hat, LeBlanc etc., dann konnte man sich halt mal eben durchs ganze Game stompen. Das versuchen sie jetzt so ein bisschen damit aufzuheben, aber ich persönlich denke, dass dieser Fix relativ wenig am eigentlichen Problem ändert. Das eigentliche Problem ist nämlich, dass in der High-Elo-Szene, also sagen wir mal ab Diamond 2, Diamond 1, Master etc., da gibt es einfach so wenige Spieler, dass dieses, ja, 95% aller Spieler habt ihr einen 5er Premade gegen einen 5er Premade, 4er Premade gegen 4er Premade etc., dieses System funktioniert mit so wenigen Spielern einfach nicht, weswegen es in Challenger und auch in Master und auch Niedriger oft dazu kommt, dass zum Beispiel 5er Premades gegen 3er Premades spielen, dass zum Beispiel Challenger 1000 Punkte auch mal mit einem Diamond 2 Typen zusammenspielt. Ganz krass war das bei Froggen, der hat auf Twitter mehrfach Screenshots gepostet, wie er auf der einen Seite Challenger über 1000 Punkte war und auf der anderen Seite teilweise mit Diamond 5 Spielern gematcht wurde. Und ihr müsst euch quasi mal überlegen, der Unterschied zwischen Diamond 5 und Challenger 1000 Punkten ist rein von der League-Punktezahl 1500 Punkte groß. Das sind 15 Divisionen. 15. Das ist quasi wie als ob ihr Silber seid und mit einem Diamond-Spieler gematcht werdet. Das ist einfach nicht balanced und der Spielspaß geht da dementsprechend verloren. Schauen wir aber mal, was die Zukunft bringt. Vielleicht hilft es ja ein bisschen. Ich denke aber, eine permanente Lösung ist das auf keinen Fall. Weiter geht's mit ein paar voraussichtlichen AP-Item-Änderungen. Im englischen Forum von League of Legends hat sich ein Rioter ein bisschen geäußert zu einigen Veränderungen von Mana-Items, AP-Items, CDR-Items, aber auch MR-Items, also generell wieder alles, was die Midlane betrifft. Voraussichtlich soll diese Veränderung mit Patch 6.9 integriert werden. Und wie gesagt, die Inhalte sind sehr vielseitig. Vor allem diese eben angesprochenen Items sollen verändert werden. Zum Beispiel generell die Mana-Identität von Items soll eindeutiger werden. Und aber auch neue Hextech-Items mit besonderen Fähigkeiten quasi hinzugefügt werden. Ein Beispiel davon ist der Hextech-Raketengürtel, der angesprochen wurde, mit dem ihr in der Lage seid, mit jedem Champion quasi einen Mini-Flash zu haben. Das wäre wirklich das erste Item, was so ein bisschen wie der Blinkdagger in Dota ist, dass ihr quasi euch einen Flash erkaufen könnt, wenn man dann denkt, oh Gott, mit Annie, wie soll denn das balanced sein? Oder mit irgendwelchen anderen Champions. Genau die gleiche Frage hat sich der Rioter, der das gepostet hat, auch schon gestellt und hat deswegen gesagt, genießt diesen Post mit Vorsicht, da sind auf jeden Fall noch einige Änderungen, gerade bei diesen Hextech-Items möglich. Falls ihr euch das aber durchlesen möchtet, falls ihr Midlaner seid oder falls es euch generell interessiert, dann schaut einfach mal in die Beschreibung, da ist das Ganze ebenfalls verlinkt. So, kommen wir jetzt aber zur LCS, denn dort ist in Amerika das Promotion Turnier, welches in der EU schon vorbei ist, noch in vollem Gange. Das erste Best of 5 wurde bereits gespielt und, ja, zum Erschrecken vieler, vor allem deutscher LCS-Fans, Dignitas ist relegiert worden. Mit 0:3 wurden sie von den Team Dragon Knights komplett aus der LCS gefegt. Wobei man sagen muss, das Ganze hat einen sehr, sehr faden Beigeschmack, weil wie schon im letzten Jahr, als sich TDK mal für die LCS qualifiziert hat, haben sie das Ganze mit Alex sich in der Midlane und mit Flares auf der Toplane, also eigentlich zwei Spielern aus Renegades, geschafft. Sie haben da so ein kleines Schlupfloch ausgenutzt, indem sie quasi zwei Spieler von Renegades zu TDK gebracht haben und zwei von TDK zu Renegades, und dementsprechend musste Dignitas darunter jetzt leiden. Es ist zwar alles erlaubt, also sie haben keine Regel gebrochen, aber es ist trotzdem, ja, sehr, sehr komisch, wenn man sich das Ganze nochmal so anschaut. Beziehungsweise von TDK halt einfach nur clever gemacht, aber eben doppelt ärgerlich für Dignitas-Fans.
Damit geht auch so ein bisschen eine Ära zu Ende. Dignitas ist wirklich eines der ersten Teams gewesen in der League of Legends E-Sport-Szene überhaupt. Und ich glaube auch das erste Team, was eben schon so alt ist und jetzt relegiert worden ist. Andere alte Teams aus NA wären da TSM und CLG zum Beispiel, die ja bis heute in der LCS eigentlich eine ganz gute Figur machen. Nicht aber Dignitas. Die Playoffs sind nun ebenfalls im Gange. Auch dort wurde schon das Viertelfinale abgehalten. Auf der einen Seite konnte sich TSM mit 3:1 relativ deutlich gegen Cloud9 durchsetzen. Obwohl man sagen muss, das erste Spiel von TSM glich schon einer absoluten Clown-Fiesta. In Spiel 2, 3 und 4 konnten sie sich dann aber nochmal fangen und wirklich sehr eindeutig und durchaus souverän Cloud9 hier aus den Playoffs kicken. Im zweiten Viertelfinalspiel gelang es Team Liquid mit einer herausragenden 3:0-Leistung, NRG ebenfalls aus den Playoffs zu eliminieren und auch sie werden wie TSM ins Halbfinale einziehen. Ihr Gegner wird CLG heißen, während TSM sich gegen den Mammutgegner Immortals beweisen muss. In EU ist die erste Playoff-Runde ebenfalls vorbei, dort gelang es Fnatic mit ebenfalls 3:1 sich gegen Vitality durchzusetzen, zur Überraschung vieler und mit einer durchaus souveränen Leistung. Erstmals hat man bei Fnatic wieder wirklich schöne Spielzüge gesehen und sie konnten so ein bisschen an die Leistung von der Intel Extreme Masters in Katowice anknüpfen. Also es scheint wirklich, als ob Best of 5 Fnatic viel, viel mehr liegt als eben dieses Best of 1 Format, was ja Geschichte ist. Damit ist dann, wie schon erwähnt, Vitality auch aus den Playoffs ausgeschieden, was wirklich viele schockiert, denn einige hätten Vitality durchaus realistische Chancen auf den Titel ausgemalt, zumal sie ja in der regulären Saison wirklich um einiges besser als Fnatic performt haben, aber im Endeffekt, Playoffs sind nochmal eine andere Liga und wer da nicht performt, der hat leider im Finale nichts zu suchen. Im anderen Duell gelang es Origin sich sehr, sehr deutlich mit 3:0 durch die Unicorns of Love zu stompen und auch sie werden dann zusammen mit Fnatic ins Halbfinale einziehen. Die Halbfinalsbegegnungen in EU sehen da wie folgt aus. H2K muss gegen Origin antreten und Fnatic muss G2 bezwingen. Das Ganze könnt ihr natürlich wie immer an diesem Wochenende live beobachten, zusammen mit den NA-LCS Playoff Spielen auf twitch.tv/summerslinlive. Wie auch letzte Woche geht es um 17 Uhr los. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei seid. Das war's jetzt erstmal mit den News in dieser Woche. Haut rein und hoffentlich bis Samstag.